Wie klebt man Steckdosen und Lichtschalter zeitsparend ab? Darum geht es im heutigen Tipps und Tricks Video. Wer Airless-Technik einsetzt, will wirtschaftlich und qualitativ arbeiten. Da spielt dann natürlich auch das Abkleben eine Rolle. Und wir schauen uns heute mal an, wie man das optimal am Lichtschalter und an Steckdosen macht. Variante 1 zum Abkleben von Steckdosen und Lichtschaltern. Man lässt die Steckdose, den Lichtschalter dran und klebt einfach alles ab. Der Vorteil dieser Geschichte ist, man muss nichts abmontieren. Der Nachteil ist, dass man höheren Aufwand hat beim Abkleben. Ein Risiko besteht darin, dass Material dann doch noch hinterläuft und den Lichtschalter, die Steckdose dann doch noch verschmutzt oder dass vielleicht ein bisschen zu viel abgeklebt wurde und dadurch die Wand nicht vollständig beschichtet werden kann. Variante 2 zum Abkleben von Steckdosen und Lichtschaltern. Ihr schraubt die Abdeckung des Lichtschalters der Steckdose ab. Bitte darauf achten, dass kein Strom mehr anliegt. Und dann klebt ihr einfach über den Bereich drüber. Wenn ihr ein 50er Klebeband nehmt, reichen 2 Streifen und ihr könnt den Bereich gut abkleben. Hier ein Tipp, es gibt auch Klebebandrollen, die haben gleich eine 70er oder 75 mm Breite. Das heißt, ihr müsst da nicht zurechtstückeln mit dem Klebeband, sondern ihr nehmt euch gleich die richtige Breite für den Lichtschalter, zieht da einmal ab und klebt ab. Vorteil, die Abdeckung des Lichtschalters oder auch der Steckdose bleiben definitiv sauber. Nachteil, man hat ein bisschen höheren Aufwand für die Demontage der Abdeckung und auch für das Abkleben. Ein Risiko besteht noch, dass das Klebeband nicht feuchtigkeitsbeständig genug ist und die Farbe einfach hinterläuft oder durchsuppt und dann doch die Kontakte des Lichtschalters oder der Steckdose mit Farbe beschmutzt werden. Variante 3, es gibt Aufkleber, die direkt dafür gedacht sind, um Steckdosen und Lichtschalter abzukleben. Wie beim Arbeiten mit Klebeband nimmt man einfach die Abdeckung ab und statt Klebeband bringt man einfach diesen Aufkleber rauf. Die Aufkleber haben die richtige Größe, man zieht nur ab und kann sie direkt auf die Steckdose, auf den Lichtschalter raufsetzen. Man spart sich also die Fummelei mit dem Klebeband. Die Aufkleber sind aus Kunststoff, dadurch auch wasserbeständig, also feuchtigkeitsbeständig, sodass keine Farbe durchdringt. Nachteil, die Aufkleber sind relativ teuer. Variante 4, Magnetkappen, unser Favorit. Ihr nehmt die Abdeckung der Steckdose des Lichtschalters einfach ab und setzt die Magnetkappe drauf. Da sind kleine Magnete drin, die das Ding gut in Position halten und den wichtigen Bereich genau abdecken. Vorteile der Magnetkappen, ihr könnt schnell und wirtschaftlich damit arbeiten. Die Anschaffungskosten sind etwas höher, die sich aber schnell über die Zeit rechnen. Nachteil der Kappen ist, wenn ihr mit einer Rolle, mit einer Walze nacharbeiten wollt, müsst ihr aufpassen, dass ihr die nicht verschiebt. Ich hoffe, die Tipps helfen euch, eure Projekte wirtschaftlicher umzusetzen. Solltet ihr mehr Fragen dazu haben, schreibt uns eine Mail, klingelt durch. Bis bald.